Ja, ansehen. Dahinter geht's zum Zuchtlabor. Nur Mitarbeiter mit Zugangskarte dürfen den Bereich betreten. Also so wie vorher. Können wir hier runter. Ups. Hier runter. Oh. Nee, hier runter geht's wohl anscheinend. Aber Faye ist ja hier rüber. Blutspur. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Faye hustet auch schon. Schleuse öffnen. Oh mein Gott. Das ist alles meine Schuld. Was? Das alles passiert nur, weil ich hierher gekommen bin. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Endlich. Wer auch immer das getan hat, er ist noch hier. Und gnade ihm Gott, wenn ich ihn jetzt finde. Okay, dann bitte durchsuchen. Verzeih mir, Lissa. Brauchen die Zugangskarte. Ich habe Ihre Keycard gefunden. Damit kommen wir bis zum Zuchtlabor. Okay. Fehler. Oh nein, der Kartenleser spinnt. Ich muss wohl den Durchgang übers Bürolabor nehmen. Jetzt wird's ernst. Also ernster, immer. Immer ernster. Und so weiter, ne? Wer hier mal rumlaufen muss, bevor wir weiterkommen. So. Heckmeck. Ah, hier Kartenleser. Faye, hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch. Niemals. Meine Güte, überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Bent, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Bombe, Bombe, Bombe. Terminal bedienen. Erst das Alpha-Terminal. Alpha-Terminal. Okay, können wir nur ansehen. Ich dachte, man könnte irgendwie die erstmal alle ausschalten, aber wir müssen. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Probe unserer allerersten Algenkultur. Erinnern. Lissa hatte der Alge damals auch einen Namen gegeben. Mist, ich habe ihn vergessen. Kannst du ihn vergessen? Ich muss mal kurz die Musik leider ein wenig einstellen, weil die Musik, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut ist. Ja, hier die Musik so krass laut. Untertitel an, ja, mache ich mal lieber. Ja, ich spiele im Fenstermodus. So, und ich hoffe, dass das jetzt besser geht. Ich setze hier keinen Fuß raus. Okay, Bombe, Zuchtlabor, Terminal, Sicherheitstür. Na gut, die wird sich erst öffnen, wenn wir... Das Terminal, Bent. Das Terminal. Lässt sich denn keine Tür hier normal öffnen? Komm, bedien mal. Bedien mal das da oben. Erst das Alpha-Terminal. Ja, richtig.
Vielleicht hat ja irgendjemand einen Zettel hinterlegt. Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Bedienen. Also ich hätte jetzt an D54H gedacht. Das wäre ja hier D als erster Buchstabe. Dann 5, 4. Und H wäre ja 2x4 drücken. Das Passwort war leider falsch. E-Card. Da steht nur ihr Name. Dr. Lissa Hinrichs. Lissas Zugangskarte zum Zuchtlabor. Eisenstange. Können wir mit der... Eine viereckige Antennenstange. Können wir damit die Sicherheitsschlauch... Nonsens. Bomben. Mein ansehen. Gott. Der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Nicht ohne die Alge. Dann sterben wir hier gemeinsam. So. Bomben, Bomben, Bomben. Zuchtlabor. Das ist es. Hier lagern wir die Stammalge. Scheiße, Mann. Was ist denn die Stammalge? Was ist die Stammalge? Probieren wir das. B, E, E, B, E, Svensson. Das Passwort war leider falsch. A, L, G, A, A, 5. Blau 4, 5, 3, 5, kann auch nicht sein. Uwe. Muss es doch hier was geben noch. Ich setze hier keinen Fuß raus. Okay, da können wir nicht. Da geht's, okay. Leicht. Da war die erste Züchtete drin. Vielleicht können wir das mit dem Mikroskop angucken. So. Hier. Unser Mikroskop. Ah, hier fokussieren. Was zum... Elvis? Bent, du machst mir Angst. Elvis war der Name unserer allerersten Algenkultur. Lissa hat das Glas präpariert, sodass sich die Alge in den Buchstaben abgelagert hat. Elvis. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Okay. Dann haben wir es doch. Komm hier runter, schnell. Los, zack, 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 zack. Und bedien mal bitte. Schnell, 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 schnell. E-L-V-S. Passwort korrekt. Wobei das auch nicht wirklich korrekt Warnung. Ist. Sicherheitsstufe B aktiv. Zugang wurde verweigert. Ah. Ist es kaputt? Nein, nein. Ist okay. Alles in Ordnung. Faye, ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Wir müssen zu den Terminals am Eingang und beide gleichzeitig aktivieren. Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Alles klar? Gut. Warum glaubst du so sehr an die Alge?
Haben Sie nicht gehört, was ich gerade gesagt habe? Du riskierst gerade dein Leben für etwas, an das niemand mehr glaubt. Warum? Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft, das haben Sie selbst gesagt. Die Alge ist die Energiequelle der Zukunft. Das waren Ihre Worte. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam, aber rein hypothetisch. Was ist, wenn der Svensson nicht von Ben Svensson kommt? Ob er jetzt von mir, meinem Sohn oder meiner Urgroßenkelin kommt, ist mir gerade völlig Schnurz. Ist es nicht. Wir wissen nicht, ob dein Sohn noch lebt. Und wenn du jetzt auch noch stirbst, dann ist das Wissen über den Svensson für immer verloren. Du bist wichtiger als das, was du geschaffen hast. Wir stehen hier umringt von Sprengsätzen und Sie fangen an, mir blöde Fragen zu stellen. Wenn es so eine blöde Frage ist, dann sollte es dir leicht fallen, sie zu beantworten. Wenn wir jetzt aufgeben, wäre Lissas Tod umsonst gewesen. Lissas Tod war umsonst, genau wie Nigel und alle meine Freunde umsonst gestorben sind. Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen. Der Phönixplan wird immer mehr zu einem Himmelfahrtskommando. Es darf nicht noch mehr Tote geben. Ich bin also der Einzige, der an meine Technologie glaubt. Was ist mit den Investoren von heute Mittag? Sie waren erst überzeugt, nachdem du die Präsentation manipuliert hast. Sie wissen davon? Die ganze Bohrinsel weiß davon. Keiner glaubt mehr an deine Forschung. Glauben? Meine Fresse. Hören Sie zu. Es geht hier nicht um Glauben. Es geht um Glauben wollen. Ich will nicht glauben. Nicht an das, woran alle immer ungefragt geglaubt haben. Ich will nicht glauben, dass Atomkraft die einfachste Lösung ist. Oder Erdöl ohne Alternative. Meine Güte, Faye. Erdöl ist nichts anderes als abgestorbene Algenmasse, die gut brennt. Wenn die Menschheit es schafft, sich eine ganze Welt aus Schmiermittel zu bauen, dann könnten sie das auch mit meiner Alge tun. Sie könnten es mit Windenergie oder Solar oder Kuhkacke oder was weiß ich. Aber sie wollen es nicht. Ich könnte jetzt das Handtuch schmeißen und sagen, was soll's, ist halt so. Aber ich weigere mich. Ich weigere mich zu glauben, dass die Menschheit aus Idioten besteht. So, helfen Sie mir jetzt, den Knopf zu drücken. Du wolltest mir auch nicht glauben, als ich zu dir kam. Werden Sie jetzt auch noch nachtragend? Nein. Muss ich nur den Knopf drücken? Ja, ich gebe Ihnen dann ein Zeichen. Okay, Bend? Was ist noch? Ach nichts. Wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Egal, was passiert. Danke. Los jetzt. Drückt aufs Knöpfchen. Faye, hören Sie mich? Laut und deutlich. Gut, dann bei drei. Eins, zwei, drei. Jawolla. Komm und schnapp sie, Idee. Gleich haben wir's. Ich muss nur noch die Alge in den Container pumpen. Dr. Svensson, Miss Faye, oder wie auch immer Sie heißen mögen, treten Sie bitte beiseite. Dieser Raum und alle darin enthaltenen Objekte sind mit sofortiger Wirkung Eigentum von Indus Industries. Was? Was bilden Sie sich ein? Sie können doch nicht mein Labor stehlen. Doch, stehlen und sprengen. Vor allem Letzteres wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie bei der Algenpräsentation fair gespielt hätten. Ein Umstand, von dem wir leider viel zu spät erfahren konnten. Duwe! Mein Freund, machen Sie sich nützlich und bringen Sie mir den Container. Der eigene Sohn hat uns verraten. Wie kannst du diesen Mördern helfen? Ich habe mein ganzes Leben lang getan, was von mir erwartet wurde. Warum sollte ich jetzt etwas anderes tun? Niemand hat von dir erwartet, Lissa zu ermorden. Was? Verbarrikadier die Tür, Junior. Eine falsche Bewegung und du kannst durch die Matte pfeifen. Dr. Svensson, Miss Faye.